So, mal wieder ein Paket von Amazon, so wie eigentlich immer. Mal schauen, was wir da drin haben. Oh ja, sehr feines Ding. Diese Maus habe ich mir bestellt, die Rocket Cobra, weil meine andere leider den Geist aufgegeben hat. Upsala, meine Maus, mit der ich sonst zocke. Bis 7000 dpi. Was noch? Was noch? Was noch? Deutsch. 7000 dpi, Pro Optik Sensor, RG mit Overdrive Modus, Rocket Easy Shift, 12 programmierbare Tasten für Links- und Rechtshänder, 2 Level, ja, pack's einfach mal aus, könnt euch die angucken. Ah, wo hab ich denn mein Messerchen? Ist es leider nicht am Start, also muss ich sie so auspacken. Ich werde sie ganz lieblos einfach alles aufreißen hier. Ah, komm schon, komm raus, ich will zocken. So, okay, das war jetzt wirklich äußerst lieblos. Hier haben wir sie, zack, die Rocket Cobra. Keine Ahnung, ob ich sie richtig ausspreche. Hier haben wir noch die Installationsanleitung. Brauche ich nicht. Ist eine Computermaus. Ganz easy. So. Gucken wir mal, wie sieht die aus. Natürlich USB, ist ja logisch. Der altbekannte Rocket-Stecker, der fühlt sich auch immer gleich an. Oh, das sieht ziemlich cool aus. Und sie hat halt hier eine Taste, da eine Taste, da drei Tasten schon mal. Upsala. 4, 5, 6 Tasten, 7 Tasten und das Mausrad. Ja, wie gesagt, für Links- und Rechtshänder ist, ich habe eine relativ kleine Hand. Also meine geht da komplett rüber, aber das ist okay so. So. Jetzt habt ihr die mal gesehen. Ich werde euch die auf jeden Fall auch verlinken. Und dann werde ich auch noch berichten, wie sich die spielen lässt, aber es ist eine Maus, ganz einfach. Und ich stehe ein bisschen auf Rocket. Ich habe gleich, glaube ich, alles von Rocket, weil die machen ziemlich gutes Equipment für PC. Okidoki. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann. Ciao.